Wir starten mal wieder mit der Team-Spot-Suche an der alten Festung. Wenn du Lust hast auf die Team-Spot-Suche, dann schau einfach mal im Discord vorbei. Da ist der Bereich Team-Spot-Suche und da findest du alle weiteren Informationen, wo man sich da einen Bereich raussucht. Ich renne jetzt zu den mir zugewiesenen Spot, beziehungsweise ich habe mir einen Spot rausgesucht. Und da gehe ich jetzt hin, eine Area, die ich jetzt an diesem Wochenende ausgiebig testen werde. So, ich habe gerade mal die Map aufgemacht im Discord, wo hier die farblich markierten Bereiche sind. Und ja, da habe ich jetzt gesehen, alles klar, ich stehe schon sogar in meinem Bereich. Also ab hier, gehen wir mal so ein bisschen näher ran, ab hier geht es dann runter bis ungefähr, ja, ich würde sagen bis hier, ne? Kann das sein? Ne, sogar noch ein Stückchen weiter. Genau, also diese Ecke hier, 1, 2, ja, 2,5 Felder. Dieser Bereich ist jetzt hier meine Area. Das heißt, ich kann quasi von hier anfangen. Genau. Also das hier auch eine ganz klassische Stelle für zum Beispiel das Brassenangeln, dann hier die Seerosen testen und ja, versuchen eben an diesen Stellen so möglichst viele verschiedene Fische zu testen, Köder zu testen. Was funktioniert hier? Wo gibt es Stellen, die gut funktionieren können? Aktuell läuft ja auch hier vorne noch der Brassenspot aus dem letzten Video. Und ich kann, glaube ich, genau noch ein Stückchen weiter, aber so wahnsinnig viel ist es nicht mehr. Ich glaube, bis hierhin. Genau, ja. Und dann ist hier quasi dann schon der Wechsel zu dem nächsten Bereich. Ab da vorne geht es dann weiter in Richtung Bereich Nummer 11. Ich habe jetzt hier gerade die 12 rausgesucht. Ja, und was ist Sinn und Zweck und Ziel des Ganzen? Einfach mal neue Köder testen, verschiedene Fische rauszukriegen, einfach verschiedene Positionen, die nicht immer wieder 0815 und Standard sind, auszuprobieren und zu gucken, was da funktioniert. Ja, und um das zu testen, würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Standardmäßig könnte ich mich natürlich auch hier vorne wieder hinstellen. Aber ich stelle mich jetzt heute mal hier hin und teste jetzt hier oder vielleicht sogar hier einfach mal auf Aal. Wir gehen jetzt gerade in die Abendstunden und ich fange aber auch relativ klein oder relativ fein ein. Einfach mal nur mit einem Mistwurm. Stellen wir jetzt hier so einen 10 Meter Clip ein. Passt das? Das sieht auch ganz gut aus. Und lege jetzt hier die Mistwürmer da vorne an die Seerosen. Und hier haben wir noch mal was anderes. Also, hier nehmen wir jetzt einfach noch mal den Tauwurm. Machen wir vielleicht mal nur sogar auf 9 Meter. Ich glaube, das reicht. Genau. 9 Meter den Tauwurm. Und dann natürlich auch noch mal jetzt für die Nacht auch noch mal den Fischfetzen. So. Auch den noch mal. Machen wir vielleicht mal auf 8 Meter. So, und dann hat man jetzt hier schon mal drei Variationen und jetzt heißt es einfach testen, testen, testen. Wenn ich dann so eine halbe Stunde probiert habe, gucke ich einfach kurz in den Kescher. Was ist da jetzt gefangen worden, auf welchen Ködern, und dann wird das einfach ein bisschen notiert, aufgeschrieben im Discord im Bereich Team Spot Suche. Was war der effektivste Köder, oder einfach kurz reinschreiben, hier an der Stelle zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, auf dem Mistwurm geht es gerade schon los. Und wenn ich jetzt sehe, der Mistwurm ist hier der ultimative Köder, dann kann man das natürlich auch mit drei Routen testen. Dann probiert man das eine Zeit lang aus, guckt dann einfach nochmal rein ins Kescherbild sozusagen, was ist jetzt in der Zeit auf diesen Mistwurm als Köder dann alles reingegangen, und dann hat man irgendwann so eine kleine Übersicht und ja, findet vielleicht einfach neue Stellen und Positionen, wo etwas ganz besonders gut funktioniert, denn irgendwie muss man ja mal auch an neue Spots geraten. Und so stellt man dann irgendwann plötzlich fest, ja Mensch, an der und der Stelle gehen auf einmal die Schleien ganz gut. Oder es ergibt sich auf einmal tatsächlich vielleicht auch ein neuer Aalspot oder solche Sachen. Ja, und schon findet man einfach an einem Gewässer nicht nur die zwei, drei Standardspots oder hier unten oder hier in dem Bereich, sondern ganz viele Bereiche. Einfach mal hier so nach
Optik auch einfach gehen, wo auch hier noch was gehen kann. Und dann ist es natürlich auch egal, mit welcher Angelmethode man rangeht. Also ob man jetzt hier mit Spinning rangeht, mit dem Posenangeln oder einfach mit dem Grundangeln oder alles gleichzeitig macht. Ich werde natürlich hier versuchen, in der Area, in dem Bereich, so viel wie möglich auszuprobieren. Auch zwischendurch mit der Pose noch rangehen. Vielleicht fange ich ja sogar meine Frosch-Trophy hier irgendwo bei den Seerosen. Oder hier gehen vielleicht noch irgendwo die Hechte rein. Das kann man natürlich auch immer noch ganz gut probieren. Und dann eben auch hier nachts auf Aal oder vielleicht hier in den tiefen Löchern auch nochmal auf Quappe probieren. Na guck, selbst auf einen Tauwurm geht schon was rein. Auch schon mal ganz gut. Und bisher scheinen hier an der Area bis jetzt zumindest die Karauschen zu sein. Die gehen natürlich nicht auf den Fischfetzen. Zack. Aber auf den Mistwurm. Ja, wobei Mistwurm, da geht fast alles rein. Ich gehe hier nochmal ein bisschen weniger weit raus. Sondern auch hier vielleicht mal nur so auf 7 Meter sogar. Und werfe das mal nur so direkt an die Seerosen. So. Tauwurm. Mistwurm. Ja, und wie gesagt, mit dem Fischfetzen, da dauert das natürlich. Anfangs verwende ich natürlich keine Futtermische. Bei der Futtermische immer bedenken, wenn wir an einem Spot Köder reinwerfen, haben wir natürlich den Spot so, wie er gerade ist. Und die Population, also die verschiedenen Anzahlen der Fische in verschiedenen Mengen vorhanden. Sobald wir Futtermische reinschmeißen, beeinflussen wir die Anzahl der Fische. Das heißt, eine Anzahl an Fischen geht vielleicht runter an dem Spot, verschwindet vielleicht sogar, wir fangen die kaum noch. Eine andere wird durch die Futtermische gepusht. Und so manipulieren wir dann natürlich auch so ein bisschen den Spot. Deswegen lasse ich anfangs die Futtermische erstmal weg. Wenn ich dann sehe, okay, wir haben jetzt hier vielleicht ganz viele Karauschen, dann könnte man natürlich hier voll auf Karausche gehen. Aber ohne Futtermische weiß man einfach dann später mehr. Jetzt, wenn ich zum Beispiel später einfach wechsle auf eine Made oder sowas oder auf Teige, was eben noch alles hier anspricht auf die verschiedenen Köder. Ja, und dann nach der Nacht werde ich jetzt gleich eben hier einmal den Post fertig machen sozusagen. Das heißt, ich gehe einmal hier rein in den Spot, mache jetzt einmal gleich einen Screenshot hier von der Stelle. Also meine Position. Hierfür nehme ich dann einmal die Windows-Taste, die Shift-Taste und S. Und dann haben wir hier dieses wunderbare Auswahlwerkzeug. Und dann sage ich jetzt hier einfach diesen Bereich zum Beispiel, wähle mir das aus. Je nachdem, wo du unterwegs bist, wählst du dann eben deinen Bereich einfach aus. Oder nimmst vielleicht noch einen größeren Ausschnitt, dass man die Koordinaten vielleicht noch besser sieht. Aber ich glaube, so erkennt man das ganz gut. Und dann poste ich unter dem Beitrag hier von der Team-Spot-Suche, poste ich einfach unten drunter die ganzen Bilder. Ich kann jetzt hier einfach mit Steuerung V das Bild einfügen, mach dann quasi direkt das nächste Bild. Also dann einmal natürlich vom Setup. Wie ist das Setup aufgebaut? Also da macht man dann auch nochmal mit der Windows-Taste Shift und S. Einfach hier so ein kleines, so machen wir einfach mal den Bereich hier. Dann kann man das auch einfügen. Dann gucken wir natürlich gleich nochmal in den Cacher rein. Das heißt, auch da kann man dann einen Abschnitt wählen und sagt, okay, in der und der Zeit habe ich die und die Fische gefangen. Das heißt, der und der Bereich, den wählt man dann vielleicht nur aus. Und dann hat man auch das hier drin. Zusätzlich zu den Bildern sind natürlich noch weitere Informationen interessant, wie zum Beispiel das Wetter, die Uhrzeit, wann ist es am besten gelaufen, zu welchen Uhrzeiten, wann waren quasi die Einschläge und dann, wie gesagt, beim Wetter war es eher kühl, war es eher warm oder war es vielleicht verregnet oder Sonnenschein. Also das alles, was eben immer mal wieder auch Einfluss hat. Was natürlich auch viel passieren wird, ist, dass es einfach nicht wirklich richtig gut läuft. Das Ganze ist auch nicht die große Geldmaschine. Das heißt, man geht jetzt nicht hier rum und sucht sich die Spots und verdient auf einmal wahnsinnig viel Silber, sondern es gilt einfach eher für den Informationsaustausch. Und wenn man dann die Muße hat, an einer Stelle das auch noch viel länger zu testen, dann kann man das natürlich gerne machen. Aber irgendwie muss man halt eben auch an neue Stellen kommen und an neue Möglichkeiten. Und vielleicht rasselt ja bei dir einfach mal die lang ersehnte Trophy rein. Und es zuppelt hier bei mir weiter und es zuppelt weiter. Was sich auf jeden Fall immer lohnt, ist, verschiedene Köder zu testen. Direkt immer mit drei verschiedenen Ködern reingehen. Und einfach
sich einen Zeitlimit vielleicht zu setzen. Wenn man sagt, okay, der Köder hat jetzt 10 Minuten lang einfach nichts geliefert, dann auch irgendwann einfach wechseln und sagen, zack, nächster Köder, nächster Köder, nächster Köder, damit man da auch effektiv vorankommt. Denn so einen ganzen Abschnitt durchzutesten, das dauert ja auch eine Weile bei der großen Anzahl an verschiedenen Ködern. Und wenn ihr dann auch noch in Richtung Boilies überlegt, was man da auch noch mit alles reinwerfen kann, da ist man schon ein paar Tage beschäftigt. Die Team-Spot-Suche geht, wie gesagt, jetzt bis Sonntag. Und ja, wenn du Bock hast, einfach mal gucken. Der Link zum Discord ist unterm Video. Einfach einloggen im Discord und dann im Bereich Team-Spot-Suche kurz anmelden oder Bescheid sagen, ich wähle mir Bereich XY aus und dann geht es los. Na guck. Also, offensichtlich ein Karauschenspot hier. Das kann man doch schon mal fast sagen. Einfach ohne großartig Futtermische zu verwenden. Schon sehr karauschig. Gar nicht schlecht. Heißt also, wenn man hier auf Karauschen Suche ist, wäre das eine Möglichkeit. Jetzt könnte ich hier natürlich sagen, okay, ich suche mir jetzt noch für die dritte Route einfach nochmal einen anderen Köder und könnte jetzt hier nochmal expliziter vielleicht auf die Karausche gehen und würde dann sowas vielleicht wie Haferbrei verwenden und den Köder einfach nochmal testen, ob der gut funktioniert. Und dann hätte man hier schon mal eine Stelle für Karausche. Übrigens auch eine Sache, die ich verwende, sind etwas kleinere Haken. Auch das nochmal als Tipp. Nicht ganz so riesig groß dran gehen, sondern gerade jetzt habe ich hier einen Haken genommen, der eine breite Masse auch anspricht. So ein 6er Haken ist ein schöner Mittelwert. Es gehen einige kleine Fische rein, es gehen aber auch etwas größere Fische mal drauf auf dem 6er Haken. Also die 6er Haken lohnen sich da am ehesten vielleicht. Wie gesagt, da gehen eben ganz viele verschiedene Fische drauf. Wenn ich jetzt natürlich irgendwann mal gezielt auf Karausche gehen will und vielleicht auf Trophies aus bin, ja, dann würde ich glaube ich vielleicht eher einen 4er Haken oder einen 1er Haken sogar verwenden. Und jetzt einfach zum großen Testen reicht aber auch dann der 6er. Ja, so viel dazu. Wenn du Bock hast, wie gesagt, einfach mit einsteigen, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video beim Team Spot Suche oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.